Hallo Sportsfreunde, mich stelle ich jetzt einfach mal nicht mehr vor. Dieser junge Mann, um den wird es jetzt in diesem Video gehen. Ihr habt es im vorletzten Video gesehen, Kora Yalcin hat jetzt sein Finale bei seinem allerersten Wettkampf. In der ersten Runde hat er den zweiten Platz belegt und er wird jetzt nochmal auf den Gegner von der Vorrunde treffen, der ihn geschlagen hat. Immerhin schon zweiten Platz belegt, jetzt wird es mal richtig knapp. Wir werden sehen, ob seine Form besser ist oder die von dem Kontrahenten. Jetzt muss er richtig Gas geben und abliefern. Bist du bereit, Junge? Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, ich bin bereit, ja. Aber du siehst müde aus, mein Freund. Wenn das Adrenalin in die Adern schießt, da geht es nachher richtig los. Für die optimale Farbe und den Glanz ist auch gesorgt worden. Die junge Frau hat alles gegeben. Ich habe den ersten Tag schön betreut. Ja, und jetzt geht's los. Übrigens, Paul hinter der Kamera, der hilft jetzt beim Vloggen, denn der Kameramann ist noch im Hotelzimmer und muss das Video für euch online stellen, welches jetzt schon online ist und ihr hoffentlich gesehen habt. Ansonsten hier verlinkt. Für die Gains. Jetzt würde ich gestern am Aufgebot noch ein bisschen Blut reingeschickt. Ach, warte, Booster. Booster. Was gibt's für einen Booster? Das sag ich jetzt mal nicht. Sagst du doch nicht. Ist es Play Hard? Nee, nein, es ist nicht Play Hard. Es ist von einer Fremdmarke, nicht Best Body Nutrition. Ne? Schaut mal bei Cora94 vorbei auf Instagram, der sagt euch das auf jeden Fall. Du bist hinter der Kamera heute. Paul Unterleitner. Der neue Pro. Frisch Profi geworden. Jawohl. Heute unser Kameramann. Richtig gut, Mann. Danke für deinen Support, Mann. Wir unterstützen uns gegenseitig, oder? Jawohl, genau. Ja, oh yeah. Cora. Heute mal richtige Liegestütze. Besser aufrufen als das letzte Mal. Das mit der Bart war scheiße gerade. Ich erinnere mich gerade an unsere Liegestütz-Challenge. Video ist hier verlinkt, könnt ihr mal sehen. Ja, ich konnte mich nach 4 Tagen nicht mehr bewegen. Ja, das glaube ich gerne, Alter. Wir haben ja vorhin schon das Video hochgeladen und die Kommentare von euch waren so krass. Alle haben so geschrieben, oh, die Nummer 36, die ist ja brutal. Der Blonde mit der Brille, oh Gott. Ready? Yes. Yeah. Wer ist der Champ? Ich bin der Champ. Wer ist der Champ? Ich bin der Champ. Serious, richtig, Mann. Yeah. Hat er noch mal einen rausgegeben? Ja. Will ich auf der Bühne nicht sehen. Rock'n'Roll, Alter. Bestmöglich präsentieren. Okay. Aber da sind jetzt noch ein paar mehr Gegner. Das ist jetzt die Männerklasse, Leute. Bis 75 Kilo. Mein lieber Herr Gesangsverein, aber Cora ist der Kleinste. Aber wie trotzdem die 73, 40 Kilo. Deswegen ist er auch am kompaktesten. So, Paul sitzt natürlich im Hintergrund und gönnt sich noch den Wettkampf rein. Form ist fast genauso wie heute früh, aber die Beine fallen mir ein bisschen besser. Nach vorne lehnen, Cora, ein bisschen. Oberkörper nach vorne. So ist gut. Ja, und hab Probleme, die Tipps umzusetzen. Trizeps, Cora, Trizeps. Fuck it, Alter. Mann, was ist denn los? Also Cora muss sich hier anstrengen und abliefern, präsentieren. Sieht super aus, Cora. Klasse. Streifen im Arsch, Beuger. Interessant wird's nachher, wenn er neben den... Ja, neben den Top 5 steht oder Top 6. Brutal, Koray, brutal! Aber Form gefällt mir gut. Irgendwie gefällt es mir besser als heute Vormittag. Okay, Top 6 Vergleich. Jetzt geht's los. Jetzt darf er nichts verkacken. Beine spannen. So ist gut, Koray. Nach vorne lehnen ein bisschen, nach vorne. Bleib da. Ja, so ist gut. Doppelbizeps von hinten. Okay, die müssen bestimmte Posen. Verstehe ich nicht. Muss ich aber nicht verstehen. Beuger, 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 Arsch. Super, 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 Koray. So, sind die Kampfrichter dann fertig mit der Wertung? Wie sieht's aus? Macht's nicht so spannend. Right, welcome to the final. We call back to the lineup. Number 5. Oh yes! Oh, das ist so aufmerksam. Ehrenmann! Geiler Move, richtig gut. Ist das Hammer? Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Sowas habe ich noch nie gesehen, Wahnsinn. Das sind die Finalisten, die Top 6. Nach vorne den Koray! Also das war jetzt eine relativ schnelle Nummer. Die Kampfrichter sind sich also einig. Paul, was sagst du? Ich glaube, ich bleibe beim zweiten Platz. Weißt du, es bleibt dabei? Ja. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt den zweiten jetzt macht. Ja. Weil die Männer sind auch brutal. Wird schwer. Okay, Post down, Rock'n'Roll. Komm, jetzt hab mal endlich Spaß, Koray, da oben. Mein Gott, du. Yay! 206, Matthias. Puh. Okay, und der war brutal. Ei, 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 ei. Leute, das ist hier...
Ja, also hier kann alles passieren, ne? Nur gewinnen wird er nicht. Das wird nicht passieren. Okay, Top 3, Leute. Oh, ja, siehst du mal. Es ist sogar nur der Dritte geworden, ja. Aber er sieht glücklich aus, Leute. Er sieht glücklich aus. Ich glaube, er ist einfach froh, dass er es geschafft hat. So, Leute, und ich habe es vorhin im Video schon angesagt, die 36 wird hier meines Erachtens nach den Gesamtsieg holen. Für mich der brutalste heute Abend, ganz klar. Neben Paul Korey. Das war etwas überladen. Der hat nicht viel gehabt, Alter. Okay. Ganz ehrlich, aber er war geil. Er war richtig gut, oder? Er war ein bisschen überladen, leider. Wie gesagt, hat nicht viel gefressen. Oder hat heimlich irgendwas gegessen, aber davon weiß ich nichts. Also heimlich vom 300 Gramm rein, das ist aufgeregt, ich weiß es nicht. Nee, war super. Aber im Großen und Ganzen schon ein Ausnahmeathlet, oder? Ganz ja, klar. Absolut geil, wirklich. Ja, Mann. Gute Arbeit. Ja, gerne. Da bist du. Wollen wir es noch machen? Komm, Alter, komm her jetzt. Ich bin nass. Ja, komm, ist egal. Bist du zufrieden? Essen, Cora, essen. Paul, ist alles egal, ich will nur noch essen. Du willst auch noch essen. Ich will nur noch essen, Alter. Ich stehe nur noch an Essen. Ich hätte trockener sein müssen, meinte Daniel. Ja, ja. Ich bin abgerissen. Aber hast du was heimlich gegessen? Ja, nur die Reiswürfel. Na, siehst du, dann bin ich schuld. Trainer ist schuld, Leute. Quatsch. Beste alles Trainer gut. Der Welt. Dritter Platz, Unzufriedenheit ist am Start gewesen. So, wir gehen erstmal hoch, jetzt wird es laut hier. Willst du anfangen? Auswerten? Ja, bei zweiten Anlauf hat mir den dritten Platz erworben. Ist okay, ich bin zufrieden. Zufrieden ich darf ist, jetzt essen. Zufrieden ist Note 3. Für dich geht es ja noch weiter. Ja. Also wir besprechen das morgen nochmal, aber das wir ist Ziel ist, das normal. In zwei Wochen beim NAC ja, zu starten. Ja. Am 2.11., das ist glaube ich in zwei Wochen. Und dann nochmal zwei Wochen später die deutsche Meisterschaft zu machen. Und was der Korey noch nicht weiß, bei der deutschen Meisterschaft könnte er sich für die Mr. Universe-Wahl qualifizieren. Das wäre krass. Ja, das wäre richtig krass. Und ich denke, da sollte der junge Mann doch mal durchziehen. Wenn ihr Bock habt, dass er durchzieht, zeigt es mal mit dem Daumen. Ich ja, sag, ab 5000 Daumen machst du es auf jeden Fall safe. Ja, du machst es sowieso, oder? Ja, machen wir. Wenn du bist einmal in Form, das müssen wir jetzt durchziehen. Und wir haben ja gesehen, dir fehlt ja ein bisschen die Routine. Du hättest dich auf jeden Fall noch besser verkaufen ich hätte können. Drucken mal sein können. Bisschen. Auch, daran arbeiten wir noch. Ja. Im Großen und Ganzen bin ich auch zufrieden. Du hast abgeliefert für deine Verhältnisse. Danke. Alles ist cool. Paul mit dabei. Wir haben eine richtig geile Zeit gehabt. Der Wettkampftag ist vorüber. Jetzt ist es 9:30 oder was? Ne? Die Restaurants machen gleich zu, deswegen müssen wir uns ranhalten. Gehen essen. Drück dir den Daumen hoch. Und wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, was die beiden gegessen haben oder wir drei, dann müsst ihr einfach mal bei Paul vorbeischauen. Oder beim Korey auf Instagram. Ja. Wir sind raus. Bedanken euch bei uns. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao, ciao.